Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, wundert euch nicht, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Ich weiß noch nicht genau warum, ne? Vielleicht heiser gewesen oder krank, keine Ahnung. Aber ich klinge wie ein Eimer oder so. Wird aber nur diese Folge sein. Ich nehme nur diese Folge auf tatsächlich. Zumindest bei RimWorld. Vielleicht nehme ich nachher noch ein bisschen Heroes auf. Auf jeden Fall wollte ich auch nur sagen, Alter, ich klinge echt scheiße, ne? Ich höre das gerade selber, deswegen ist das so schlimm. Vielleicht bin ich doch ein bisschen krank. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, nächste Folge wird auf die Kommentare eingegangen. Und das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Denn es gibt einen Unterschied. Ich werde jetzt nicht immer warten, bis die letzten vier durch sind und dann Kommentare machen, sondern ich werde immer wieder aufnehmen und werde dann halt jede fünfte Folge auf die Kommentare eingehen, die bis dahin da sind. Das heißt, je nachdem, wie ich jetzt Zeit habe, kann es sein, dass ich vielleicht dann nächste Folge nur auf Kommentare von Folge 1 eingehe. Wer weiß. Wir brauchen aber erstmal Nahrung. Für uns selber brauchen wir auch. Aber der Reis scheint doch schon wieder ready zu sein. Wir können das beschleunigen. Indem wir den Superboden nutzen. Was mache ich denn da? Ach so, ich heitere Avia auf. Na, erstmal einen Apfel essen. Gibt das überhaupt Konstruktionspunkte? Wir müssen dringend Konstruktionen lernen, ne? Und dafür brauchen wir mehr Holz. Aber dass hier auch wieder kein Brennstoff drin ist. Gut, temperaturtechnisch bräuchten wir es auch noch nicht. Aber Nahrung wäre mal wieder praktisch. Haben aber nichts in der Nähe. Außer wir killen das Eichhörnchen. Töten. Dann können wir es zumindest schlachten, aber hatten wir hier nicht auch noch? Ich dachte, wir hätten hier auch noch eine Leiche gehabt. Können wir die Sachen erstmal wieder vernünftig lagern. Hat eine Leiche gegessen. Aber ich muss anscheinend was essen.
Warte, ich kann doch auch die hier herstellen, ne? Vielleicht bringt das mehr, wenn ich die Kekse habe. Weil wenn ich die Kekse habe, dann muss ich nicht rohe Sachen essen und das hält auch lang. Wir machen hier auch erstmal Reis. Und schön den guten Boden. Hitzewelle gegen Bezahlung. Alter, das ist eine richtig krasse Bezahlung hier. Ist aber ziemlich warm schon, ne? Das könnte ein Problem für uns sein. Wir müssten auf jeden Fall uns nach hier drinnen verziehen und kühlen. Wir nehmen das mal an. Okay, wir brauchen Holz. Ein dunkler Gelehrter. Es könnte sein, dass er sich uns anschließen will, oder? Sprechen wir mal mit dem. Der will halt wirklich beitreten. Kann Tote wiederbeleben. Ah, der kann halt sonst nichts, ne? Wir müssen auf jeden Fall die passive Kühlung erhöhen.
Komm. Wir erlauben das mal. Das, was der am besten kann, wird natürlich gedingst. Jetzt haben wir natürlich wenig Nahrung. Das war ja abzusehen. Wir geben ihm mal den Steinbruch, damit er hier mal ein bisschen Platz schaffen kann. Bitte essen. Oh, Fleisch, sehr gut. Hier war irgendwo ein Bär am Kämpfen. Hier ist der Bär. Hat er weggesnackt. Ich weiß noch nicht, ob er bleibt. Er hat sich auf jeden Fall die andere Rüstung angezogen. Alter, der kann einfach eine Fleischbestie machen, die jeden angreift. So, wie sieht's mit Hitzeschlag aus? Beginnend. Eher noch nicht. Ach, 4 einfache Mahlzeiten, das ist gut. Kannst du den bitte mal befüllen? Und dann muss ich den mal gucken, dass ich den hier reinkrieg. Oder wir machen es erstmal so. Verrückter Hengst. Ah, der könnte wieder so eine Gefahr sein, ne? Weil der dreht nachher durch oder da ist dann wieder irgendwas.
der Hengst einfach überlebt. Arzt macht einfach mal jeder. So, kann hier mal einer was zu trinken bringen? Der Hengst. Ob der Hengst überlebt? Er könnte heilen. Oder er verblutet. Die Rüstung schützt mich wirklich vor der Hitze, ne? Dunkle Vision. Ja gut, wirklich gut geht's keinem von uns, ne? Wenn ich das schaffe, wäre das nice. Ja, nicht geschafft, aber das war abzusehen. Wo sehe ich denn, welcher Xenotype hier beliebt ist? Hier, Schweinehaut. Ja, da können wir nicht mit dienen. Aber hier geht's wieder richtig kacke. Aber ist noch nicht am Sterben. Und wieder wird Holz benötigt. Kriegen wir vielleicht schon mal hin, Betten zu machen, damit es ein bisschen besser hier aussieht. Was? Hai von Coffee?
Hier muss mal einer den Kaffee wegmachen. Kein Wunder, dass hier nicht kühlt. Vielleicht muss ich hier doch einen Brunnen hinmachen. Weil es ja doch dann ein sehr weiter Weg immer. Und die Nahrungskiste machen wir vielleicht nach drin. Damit unsere Nahrung nicht immer geklaut wird. Ah, schön. Okay, schade. Das war das ganze Beerenfleisch. Ich könnte natürlich einen Kühlschrank bauen, aber da muss ich Strom produzieren. Hauptsache, der Hengst wird noch rechtzeitig geschlachtet. Jetzt sehen wir nach drin. Oder ich baue einen neuen. Und hier machen wir die Mahlzeiten rein und dann auf wichtig. Boah, wieso ist der Bär so nah? Das gefällt mir nicht. Wir können ja auch schon mal anfangen zu glätten, damit es nicht ganz so scheiße aussieht.
Aber wir brauchen wieder Holz. Herbst hat schon angefangen, das geht aber schnell. Ist ja natürlich krass, wenn wir durch einen Quest nochmal so eine Energiezelle kriegen würden. Alle schlafen. Können wir durchspeeden. Ja, kotz aufs Holz. Und damit willst du ein Bett bauen. Hat sich's umentschieden. Wieder die Lebensmittelvergiftung. Ah, shit. Wir waren einfach zu langsam. Warum ist der eigentlich so lahm? Ach, der hat auch eine Lebensmittelvergiftung. Grizzly in der Nähe der Basis gefällt mir irgendwie nicht.
Ach, der hat noch 8 Überlebensrationen. Und ich komme nicht zum Essen. Jedes Mal vorher kotze ich. Scheiße. Ach, keine Chance. Nein! Wir müssen fliehen! Wir fliehen von der Karte. Wir können nichts machen. Ach, scheiße. Ja, ich bin so lahm wegen der Lebensmittelvergiftung. Ich werde geklaut. Ein mysteriöser Fremder. Rette mich. Boah, der ist auch ein guter Schütze. Ja, der andere, die schießen öfter. Die haben irgendwie andere Waffen. Achso, der ist biokodiert. Los, rettet mich. Der Double Action Revolver ist aber nicht biokodiert. So, jetzt brauchen wir einen. Kannst du einen Arzt machen? Einmal bitte behandeln. Ach, du hast auch Medizin dabei. Respekt. Der mysteriöse Fremde rettet uns auch noch. Nee. Wir brauchen zwar Leute, aber das können wir leider nicht. Ah, shit. Die müssen wir schnell nach drinnen tragen. Damit Sarai nicht uns alles wegfrisst.
So, was haben wir hier? Jetzt haben wir noch einen, aber wir brauchen langsam mal Essen, ne? Also, das wird sonst ein bisschen schwierig. Aber er ist unser Arzt. Sonst macht er auch nichts. Ja, der kann sonst auch nichts. Wieso kann der nichts? Einfache Arbeit, komplexe Arbeit, der macht nichts. Ein Gigolo. Also ich hätte ja gedacht, das war's für uns, als sie angegriffen haben. Haben aber nochmal Glück gehabt. Wir müssen die nächste Folge mal alle wieder benennen. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Aber das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.